Hallo meine Freunde Astronauten und willkommen zurück zu Let's Play Lego City Undercover. Ich bin der Drachenbursche und ich grüße heute, nämlich grüße ich den Lennart. Außerdem noch einen anderen Lennart, also zwei Lennarts in einem Part. Aber das war's natürlich noch nicht mit Begrüßungen. Es geht weiter nämlich mit Mili und auch noch mit Chris Davis. Das ist ein Doppelname. Du hast eine Lücke auf der Strecke. Junge, was bin ich froh, dass meine Armbanduhr nicht so eine Batterie braucht. Ja, er sagt, das ist eine Lücke auf der Strecke, kann ich natürlich lange hier rumschieben, das Zeug. Was ist denn das da? Ist das auch wieder so ein Teleport-Ding? Ne, da brauchen wir Chase? Ah. Okay, das Ding hatte ich nicht gesehen. Das Ding hatte ich wirklich nicht gesehen. Das war jetzt wirklich nur absoluter Zufall, dass ich da jetzt gerade da drauf geklickt hatte. Beziehungsweise, dass ich da die Taste benutzt hatte, weil die mir angezeigt wurde. Nee, falsche Richtung, Chase. In die Richtung muss das Zeug, in die Richtung muss das Zeug. Und eingelockt. Ja. Scheint zu funktionieren, auch wenn es noch einen Meter davon entfernt steht. Na ja, gut, einen Meter sind es nicht, sagen wir mal 30 Zentimeter. Egal. So, hier haben wir wieder Dynamite bekommen. Das konnten wir unten benutzen. Ein Techniker muss mal die Einspritzentriegelungsklappe überprüfen. Wir sind der Techniker. Ich brauche noch einen Techniker, der mir erklärt, was zum Henker eine Einspritzentriegelungsklappe ist. Vielleicht der Getränkehalter? Bestimmt. Das ist eh das Wichtigste, der Getränkehalter. Vor allem, wenn die Getränke dann überall im Weltraum rumfliegen, weil sie oben nicht zugemacht sind. Oh, hallo meine Freunde. Schön, euch zu sehen. So, du willst mich wahrscheinlich jetzt noch angreifen. Was? Okay, ich verhafte erstmal die anderen beiden. Oh, da kommen noch mehr. So, weg mit dir. Weg mit dir. Und dann bist du auch noch verhaftet. Und du stehst nochmal auf. Ich bin aber nicht so nett. Dann wirst du hier ausgenockt. So, du stehst so schnell jetzt nicht mehr auf. Jetzt muss mir nur noch was einfallen, wie ich all die Arbeiter aus dem Hangar kriege. Na, da wird uns schon bestimmt irgendwas Kreatives einfallen. Aber erstmal hebeln wir hier was auf. War das jetzt nur für die Münzen gemacht? Anscheinend. Schade. Also wir sind hier im Kontrollzentrum auf jeden Fall. Da brauchen wir irgendwie, der stark ist. Stark haben wir aber momentan, glaube ich, niemanden dabei. Nee. Da haben wir leider immer noch keinen, der stark ist. Das kann man zwar wieder aufhebeln, aber sind wahrscheinlich auch wieder nur Münzen drin. Ja. Nicht, dass ich die Münzen nicht schätzen würde, aber ich hatte halt gehofft, dass noch was anderes da drin ist. So, und weil alle guten Dinge drei sind, machen wir das hier auch noch auf. Aber da ist jetzt. Da ist jetzt mal zur Abwechslung was anderes drin. Ah, damit können wir das Ding hier irgendwie aufmachen. Nein. Bestände der Flugverpflegung werden überprüft. Ah. Situation kritisch. Bestand von Schokolade und Süßigkeiten adäquat. Softgetränke-Nachschub gewährleistet. 5 Geschmacksrichtungen. Davon 2 Light. Hm. Man muss ja Prioritäten setzen. Geht das Ding doch auf? Nee. Da kommt noch. Müssen wir verarschen. Manchmal kommt noch Münzen raus, manchmal nicht. Ja, wir machen hier noch die ganze Kontrollstation kaputt. Damit fliegt die Rakete bestimmt besser, wenn hier sie keiner mehr kontrollieren kann. Oben in der Decke hängt auch noch irgendwas. Das sehe ich aber nicht genau, was es ist. Da schauen wir uns aber auch gleich noch an. Computer zerstören war wohl nicht die Lösung. Was? Computer zerstören ist nicht die Lösung gewesen. Sonst ist die Lösung in Lego-Spielen doch immer alles zu zerstören. Ich verstehe es nicht, ich verstehe es nicht. Mein Weltbild wird soeben auf den Kopf gestellt. Kommen wir daran? Ah, so kommen wir an. Nein! So kommen wir an dem wahrscheinlich ran. Ja, genau. Und jetzt ziehen wir hier dran. Oh, vorausgesetzt werden wir natürlich den richtigen Chase. So, und mit dem richtigen Chase können wir dann auch richtig einziehen lassen. Das wäre Nummer 2. Dann fehlt uns nur noch 1. Vorausgesetzt, wir können das hier schnell da oben drauf setzen. So, ich weiß auch nicht genau, was wir da gerade einbauen. Aber gut, wir werden es wahrscheinlich noch herausfinden. So, einmal das hier aktivieren. Dun, 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 Shuttle Radioempfang wird getestet. Dun, dun, dun. Crazy Day für euch am Mikro. Wir spielen die Hits 6 Wochen nonstop. Radioempfang funktioniert 1A. Ach, jetzt können wir auch in die andere Schublade reingreifen. Na, wunderbar. Naja, Hauptsache, wir haben es geschafft. Und haben jetzt auch noch das letzte Ding freigeschaltet und können damit die Leute aus dem Hangar raus befördern. Da unten! Ich wollte das doch bitte aktivieren. Einmal hier rein. Dankeschön. Geht doch. Sogar eine 10.000er gibt es hierfür. Dann bitte nochmal den Astronauten. Und Teleport ist angesagt. Oben ist auch... Ah, jetzt komme ich hier oben raus. Ich wusste doch, dass da oben noch irgendwas an der Decke hängt. Na dann, aktivieren wir es mal und fliegen eine Runde. Wie setzt du denn deinen Helm ab? Hat doch keiner gesagt, dass du deinen Helm absetzen sollst. Das
ist doch gefährlich hier. Hier musst du deinen Helm aufbehalten. Letzte Vorbereitungen laufen. Betankung wird eingeleitet. Raketentreibstofffüllstand 1% und steigend. Ja, das könnte Ihre Aufmerksamkeit erregen. Hoffe, dieser Schacht da oben führt zum Hangar. Was hat's mit dem Ding hier auf sich? Wow, das Energieniveau ist enorm gesunken. Ja, solange es nur das Energieniveau ist. Alle Techniker bitte sofort zum Systemcheck in den Kontrollraum. Na dann, nix wie raus aus dem Kontrollraum. Ah, nächster Raum. Ah. Ob ich mit meinem Führerschein auch Raketen fliegen darf? Bestimmt. Ellie, wie kriege ich jetzt den Mondbuggy aus dem Shuttle? Da sollte sich ein Knopf befinden, um den Ladebereich zu öffnen. Und er braucht sicher Strom, oder? Ja, wieso? Ich glaube, ich habe die Stromversorgung unterbrochen. Und jetzt ist der Kontrollraum voller Leute. Okay, warte mal. Im Hangar sollten sich einige Hochleistungslaser befinden. Mit deren Hilfe solltest du Energie für das Shuttle bekommen. Schon der Hammer, was man im Internet so alles rausfinden kann. Okay, sonst noch was, das ich wissen sollte? Die jährliche Regenmenge von Lego City? Danke, Ellie. Nein. Das war die richtige Reihenfolge. Ah, okay, wir müssen da so. So müssen wir da runterlaufen. Gut, das kriegen wir hin. So eine schöne Melodie noch dazu. Damit dürfen wir dann auch gleich mal wieder umfärben. Vorausgesetzt natürlich, wir haben den richtigen Färber dabei. Der Meister des Färbens ist zu ihm eingetroffen und wird jetzt seines Amtes walten. Nein, du wirst nicht da unten drauf schießen. Das ist zwar auch schön Silber, aber... Ja. Vielleicht, da drauf schießen irgendwo. Ah, da oben müssen wir drauf schießen. Okay. Hauptsache, wir haben es geschafft. Okay, das da hinten scheint irgendwie versperrt zu sein, der Weg. Naja, zumindest kommen wir jetzt eine Etage nach oben und dürfen uns da bestimmt auch gleich wieder boxen. Da unten kommen wir leider nicht rein. Momentan, aber da brauchen wir eh irgendeine Fähigkeit, die wir momentan noch nicht haben. Von daher ist es auch nicht so schlimm, dass wir da unten nicht reinkommen. Aber es wird der Moment kommen, an dem wir da unten endlich rein können. Und wenn es noch ewig dauert. So. Einmal verhaften, bitte. Du, na, komm, greif mich nochmal an. Na, dann greif ich dich halt an. Der gemeine Dreher war das. Der ist nicht zu unterschätzen, der gemeine Dreher. Der ist wirklich gemein. Oh, 5 von diesen Mond-Buggy-Dingern, was auch immer, müssen wir auch noch zerstören. Machen wir bei Gelegenheit, wenn wir sie alle sehen. Erstmal wild rumballern. Wie das halt immer in Lego-Spielen so sein muss. Aber die Dinger auch im Nahkampf kaputt machen. Yeah! Oh, da können wir schon wieder eins von den Rätseln hier machen. So. Die Level sind jetzt irgendwie ein bisschen weniger actionreich geworden, habe ich das Gefühl. Am Anfang waren die Level noch in Sachen Action deutlich mehr. Jetzt ist eher so noch Aufbauen und so mehr gefragt. Na gut, aber es ist ja auch gut, wenn man hier ein bisschen Abwechslung hat. So, einmal grün, einmal gelb, einmal blau und auch noch rot dazu. Und dann holen wir uns wieder eine Nachricht von ganz oben. Gott persönlich schickt uns Dinge auf die Erde. Was ist denn du Schönes? Du bist ein... Ein Weiterleitungsding bist du. Falsches. Das sollte eigentlich da drauf schießen. So. Wahrscheinlich muss ich auf den auch nochmal selber schießen. Laser 1 aktiviert. Okay, das heißt, wir sind hier auf der linken Seite schon mal fertig. Da ist bestimmt noch einer, der sich mit uns boxen will, oder? Nee? Der ignoriert uns einfach. Der ist so in seine Arbeit versunken, dass er uns gar nicht beachtet. Dies war wahrscheinlich auch besser für ihn. So, das ist 2 von 5. Können wir noch irgendwie nach oben fahren, da, oder brauchen wir wieder einen Aufzug und da können wir auch wieder nicht den Aufzug benutzen, weil wir da wieder die Elektriker-Fähigkeiten brauchen, die wir leider momentan zu diesem Zeitpunkt jetzt auch noch nicht haben. Aber der Zeitpunkt wird kommen, an dem wir die haben. Und dann werden wir uns da hinaufschwingen in unermessliche Höhen. Denn wir sind Reinhold unermessener. Unermesslich. Nein, nein. Vergesst es. Vergesst es. Ich habe nichts gesagt. Und nein, ich heiße nicht Reinhold. um gleich das wieder zu entkräften. Immer wenn ich irgendeinen Namen sage, dann denken immer alle, ich heiße gleich so. Nein, meinen Namen sage ich für gewöhnlich nicht im Let's Play. Wobei, ich habe schon mal jemanden, glaube ich, gegrüßt mit meinem Namen. Der so hieß. Es ist immer witzig, wenn man mal jemanden in den Kommentaren liest, der den eigenen Namen hat. Naja, wie dem auch sei, wir gehen nach oben. Du kannst dich hier nicht aktivieren. Das ist ein großer roter Knopf, oder? Auch nicht. Ja, hier habe ich doch drauf geschossen. Ach nee, hier müssen wir wahrscheinlich rot drauf schießen. Das heißt, wir brauchen nochmal einen Farbwandler. Ja, danke für den Hinweis.
Und den bekommen wir, genau hier bekommen wir den Farbwandler. So, einmal Farbe wandeln bitte. Farbe ist hier sehr wandelbar. Dann schießen wir da nochmal drauf. Machen alles etwas rot. Machen es erstmal kaputt. Ah, okay, verstehe. Damit hätten wir den nächsten von denen freigeschaltet. Ich schaue auch nochmal in die Ecke da hinten, ob da noch irgendwas ist, was wir für irgendwas gebrauchen können. Weil ich tippe, wir brauchen ja diese fünf... Ups, das fliegt weit nach unten. Wir brauchen ja diese fünf Mount-Dinger, was auch immer die sind. Diese Shuttle-Roboter-Probeneinsammler. Keine Ahnung, auf jeden Fall müssen wir ja fünf von denen zusammen sammeln. Nicht zerstören, aber momentan sieht es da mal nicht so gut aus. Deswegen bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als hier erstmal normal weiterzumachen und die Strahlen umzulenken. Muss ich wahrscheinlich nochmal die Farbe ändern, oder? Ja, war klar. Einmal die Farbe nochmal ändern. Sonst gibt es hier, glaube ich, aber auch nichts mehr, was wir irgendwie machen können. Was meine ich hier? Momentan nichts mehr entdecken zu können. Da würden wir noch was aufsprengen können. Die Frage ist nur... wie kommen wir da runter? Wie kommen wir da runter? Da können wir es aufsprengen. Das brauchen wir aber irgendwoher Sprengstoff. Sprengstoff gibt es hier oben, soweit ich das aktuell sehe, nirgends. Oder hier noch irgendwo was, was man kaputt schießen könnte oder so, wo man Sprengstoff bekommen würde. Kann man das irgendwie kaputt boxen? Auch nicht. Nein. Wenn wir auf das da drauf schießen? Nein, wirklich nicht. Niemand. Oh, schade. Ja, dann bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als doch den Weg nach oben hier anzutreten. Naja gut, es gibt ja zwei Sachen. Einmal gab es den Aufzug nach oben, den wir nicht bedienen konnten. Und dann gibt es ja dieses Ding hier auch noch, was wir nicht bedienen können. Und von daher werden diese beiden Sachen uns wohl den Sprengstoff liefern. Oder eine von den beiden Sachen. Also machen wir normal weiter. Laser 2 aktiviert. Basisfunktionen des Shuttles aktiviert. Ah, es gibt oben auch noch eine Etage und rechts oben sehe ich auch eins von diesen Sachen, die wir kaputt machen müssen. Ich glaube links oben ist auch noch einer. Okay, da können wir auf jeden Fall das Shuttle aktivieren. Jetzt können wir da auch nach oben. Sehr gut. Die Herren haben uns den Aufzug runtergebracht. Da sagen wir doch vielmals Danke dafür. Und zwar mit unseren Fäusten bedanken wir uns ganz herzlich. So, den verhaften wir und dich werden wir hier auch auskontern ohne Ende. Ja, genau. Den zweiten Gegner muss man... Ich finde, wir sollten mal eine richtig große Prügelei haben. Würde ich auch mal wieder bevorzugen, sowas. Au, au. Nein, der müsste doch unten sein, der Aufzug. Ah, wieso passiert mir nur immer sowas? Es war so klar, es war schon wieder so klar. Wo kommt man denn da oben hin? Ah, da muss man sich da oben entlang schwingen, aber da müsste man immun gegen Elektrizität sein. Weil da rechts ist nämlich alles etwas elektrisch und die können wir leider nicht ausschalten, hier die Elektrizität. Den Strom hier können wir nicht ausmachen, das können wir auch nicht aktivieren. Naja, dafür können wir das vierte zumindest hier, das dritte. Okay, dafür können wir zumindest das dritte hier machen. Da brauchen wir irgendeine Codekarte, um weiterzukommen. Und die gibt es garantiert in den Safe, den ich da drinnen schon sehe. So, einmal die Türen hier alle aufmachen, in der Hoffnung, was zu finden. Aber anscheinend haben die alle in ihren Spins nichts versteckt, die Astronauten. Na dann. Einmal lustig drehen und den Safe öffnen. Und herauskommt. Nichts kommt heraus, die Stempelkarte müssen wir uns selber nehmen. Schade. Dachte schon, sie kommt uns entgegengeflogen, umarmt uns und gibt uns ein Bussi. Aber nein, das war uns nicht vergönnt. Wir mussten sie ganz alleine da rausholen. Was soll's. Da können wir jetzt den Schalter bedienen. Ich würde gerne nochmal auf die andere Seite rüber, aber ich glaube, momentan gibt es da keine Möglichkeit, auf die andere Seite rüber zu kommen. Da ist auch der Sprengstoff für unten, sehe ich da gerade. Oh. Sollten wir nicht das Ding stehlen? Jetzt ist es auf jeden Fall kaputt. Das Gute ist ja, dass wir durchaus fähig sind, sowas wieder zusammenzubauen, denke ich. Oh, das war ein hoher Sprung. Ein Glück, dass wir uns abgerollt haben. Okay, wo müssen wir denn hinfahren? Oh, der fährt sich etwas seltsam. Dadurch, dass die Räder alle drehen, hat er einen sehr kleinen Wenderadius. Erstmal einen Burnout machen. Oh ja. So, die Reifen haben wir zum Qualmen gebracht. Jetzt können wir auch hier hinfahren. Kommen wir hier wieder raus? Ja, einmal wieder rauslassen. Dankeschön. Hey, das ist mein Wagen! Du bist so besitzergreifend. Der gehört nicht dir. Na dann eben uns. Ihm jedenfalls nicht. Komm mit! Immer schön mit blauen Tassen. Ja, die Tasse hätte man vielleicht besser mitgenommen. Hoffentlich warten Chans Leute schon am Dock auf mich. Schade, ich dachte, wir fliegen Rakete. Aber das durften wir leider doch noch nicht. Egal, davor haben wir Apollo-Insel Weltraumzentrum abgeschlossen. Das Level und damit auch das freie Spiel freigeschaltet.
Bezüglich der Polizeimarkenanteile ist zu vermelden, dass wir immerhin die Hälfte gesammelt haben, was ja eigentlich ein ganz guter Anfang ist. Und Weltraumwissenschaftler haben wir freigeschaltet. Außerdem haben wir natürlich jetzt wieder die 100% geholt. Zumindest die holen wir jetzt mal problemlos in jedem Level. Werden also Lego City Held, wie es von uns erwartet wird. Auch wenn das manchmal nicht ganz so rüberkommt, dass wir Helden sind. Und haben jetzt auch schon 39 Steine von 450 gesammelt. Ja, es wird besser, es wird besser. Hier sehen wir nochmal die Apollo-Insel. Ich tippe mal, wir kommen Festland raus. Fahrer, schlechte Nachrichten. Meine Leute warten nicht auf dich am Dock. Was? Ja, ich hab's gemerkt. Sie sind spät dran. Und mit spät dran meine ich... Sie sitzen hier auf ihrem Hintern! Oh, sie sind anscheinend doch los. Wen soll ich denn jetzt anschreien? Sie kommen also bald, richtig? Denk schon. Pass ja auf den Mondbuggy auf, solange sie noch nicht da sind. Ich gehe raus auf die Straße und schrei ein paar Passanten zusammen. Bis dann, Fahrer. Schön, schön. Jeder macht das, was er am besten kann. Na dann, fahren wir mal, Lerf. Lerf. Okay. Geht den Sicherheitsleuten der Apollo-Insel aus dem Weg, bis Chans Männer eintreffen. Na, wunderbar. Na dann, fahren wir ihn mal aus dem Weg. Erstmal ein bisschen den Mondbuggy. Ups. Zeigen, dass er nicht ganz so buggy ist. Erstmal hier oben rumfahren, ein bisschen Stunts machen. Hier kann man doch runterspringen bestimmt, oder? Ja! Oh, wow. So ganz gut tut das dem Ding auch nicht. Aber momentan können wir ihn noch ganz gut aus dem Weg gehen. Beziehungsweise schaffen es noch nicht, uns einzuholen. 30 Sekunden müssen wir ihn noch aus dem Weg gehen. Ich glaube, das schaffen wir. Die Zeit tick, tick, tick. Aber diesmal läuft die Zeit für uns. Oder müssen wir... Ne, müssen wir nur auf den Weg gehen. Da sind doch welche. Yeah. Nicht mit uns, nicht mit uns. Noch haben wir volle Lebensenergie. Und ich glaube, verloren haben wir erst, wenn unsere Lebensenergie weg ist. Mal hier rumfahren, mal wieder eine. Oh, der fährt sich schon etwas seltsam manchmal. Aber gut, der ist ja auch nicht dafür gemacht, auf der Erde zu fahren, sondern dafür gemacht, auf dem Mond zu fahren. Zeit läuft. Hier ist auch ein großes Ding, das haben wir noch gar nicht ein. Oh, da drüben ist halt auch eine von den Statuen zu sein, die wir kaputt machen müssen. War doch nur sogar 5 an der Zahl, oder? Achtung, hier spricht der Werkschutz. Alle Mann zurück zur Basis. Okay, wir haben es geschafft. Da ist auch schon unsere Mitfahrgelegenheit, glaube ich. Würde aber gerne trotzdem mal... perfekt. Würde aber gerne trotzdem noch das Ding hier hinten kaputt machen. Wenn wir schon mal hier sind. Müssen wir nicht mal aussteigen, glaube ich, um das kaputt zu machen. Das wird sicher teuer. 4 von 5. Einer fehlt uns noch. Na, warte, den finden wir auch noch. Nee, aber gar nicht so schlecht, dass wir schon 4 von 5 haben. Sonst brauchen wir doch mal ewig, um irgendwelche Sachen zu finden. Okay, na dann. Gehen wir mal... weiter zu unserer Mission. Ich glaube, wir müssen eh mit dem Mondbuggy fahren, oder? Ja, es bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als mit dem Mondbuggy zu fahren. Hier gibt es aber auch noch irgendwas. Kaufen können wir es vermutlich nicht, aber zumindest, dass wir es mal hier freigeschaltet haben. Damit wir wissen, wir müssen hier irgendwann nochmal zurückkommen und auch diesen Superbau super vollenden. Na dann, ab mal Richtung Sonne fahren, wo wir dann auch eigentlich abgeholt werden, nachdem wir uns hier doch etwas sitzen gelassen wurden erstmal. Aber gut, Chance Leute scheinen nicht die schnellsten zu sein. Kann ja nicht jeder so gut agieren wie Chase McCain. Jeder hat ja irgendwie ein Honey in seiner Organisation. Aber dafür ist Honey für den Humor gut. Und ohne Humor wäre die Welt ja auch sehr, sehr, sehr unlustig und traurig. Na dann, ab da reingefahren. Wurde aber auch Zeit, Jungs. Ja, mit der Fähre fliehen wir. Ich glaube, wir werden angegriffen, oder? Nee, wir nicht. Übernehmen ab hier. Folg uns ja nicht. Würden wir nie machen. Wo ist das nächste Boot? Links steht das Boot. Vollpunkt abgeschlossen. Kapitel 8, die Befreiung. Okay, das Kapitel war jetzt nicht so lang. Hier haben wir noch einen Superbau, hier haben wir noch eine Fähre. Können wir die nicht zusammenbauen? Hm? Okay, anscheinend können wir die nicht zusammenbauen, die Fähre. Da können wir anscheinend auch noch nicht rein, da müssen wir wohl über ans Telefon gehen, glaube ich. Leider ist der Part dieses Projektes nun auch schon vorbei, doch es bleiben dir 3 Möglichkeiten, um weiterzumachen. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Klickst du hingegen links unten auf das Bild, kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Klickst du rechts oben auf das Bild, kannst du meinen Kanal abonnieren, was mich sehr freuen würde. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.